Moin zusammen und willkommen zur nächsten Folge von Let's Play X4 Foundations. Und ich stehe gerade auf meiner Handelsstation in Nupileus Glück. Und ja, Wiege der Menschheit ist ja ein neuer Teil von X4 Foundations. Kam ja gerade erst raus. Und ich hatte ja schon gesagt, dass ich auf jeden Fall diese Terra-Sektoren suchen möchte und die anderen neuen Sektoren. Dafür gehe ich jetzt mal in die Karte und gehe mal zum so dahin Schiffe kaufen. Ich möchte mal 3 Schiffe erstellen, kleine Größe S also. Was nehme ich denn mal? Was kosten die denn da? 3 Millionen. Oder nehme ich doch den kleinen Nova-Angreifer? Auch 3 Millionen. Na gut, das macht keinen Unterschied. Kostet 5 Millionen. Ah ja. Ich glaube, die nehme ich. Ich nehme mal 3 Stück davon. 3. Bestätigen. So. Und dann werde ich mal anfangen, in die Sektoren zu fliegen, wo ich vermute, dass man da zum terrestrischen Sektor kommt. Also ich werde mal hier eins hinschicken. Den habe ich noch nicht ganz entdeckt. Und dann werde ich einen zum Morgenstern 4 schicken. Und vielleicht noch einen hier zu die Leere oder Einflussbereich erstmal. Oder hierhin. Könnte ja auch sein, dass das hier unten ist, ne? Irgendwo. Entweder hier in dem Bereich, würde ich sagen. Oder es ist hier in dem Bereich da. Ich werde erst stiller Zeuge werde ich eins schicken. Einflussbereich. Was ist hier los? Kann ich helfen? Ich weiß nicht, was der jetzt hatte. Auf Wiedersehen. Aber egal. Also, stiller Zeuge, dann, ich würde sagen, Einflussbereich und vielleicht noch leere Grenze hier. In die 3 Sektoren, da würde ich jetzt mal Schiffe hinschicken. Und da die mal da drum herumschicken und diese ganze Geschichte mal entdecken lassen. Nehmen wir mal den ersten hier. So, das wäre der Bereich. Der nächste nimmt dann, sagen wir mal, den hier. Der erkundet den Sektor. Und dann würde ich sagen, wir fangen mal mit dem hier an. Mit dem dritten. Der ist noch ziemlich unentdeckt. Vielleicht geht es ja hier so rum irgendwie. Ich weiß es nicht.
Wir müssen mal schauen. Also müssen wir hier hin. Erkunden. So, da haben wir drei Sektoren abgeglichen. Ich mache noch mal ein viertes Schiff. Ich baue einfach noch mal ein viertes Schiff. Schiff kaufen. S. Nee, das war der nicht. Welchen hatte ich denn jetzt? Den hier hatte ich, genau. In schwerer Ausrüstung oder schwerer Ausstattung. So. So, und den werde ich dann nämlich noch in ein der Gebiete schicken, die hier sind. Hier zum Beispiel Leitstern. Ich würde mal sagen, wir nehmen erstmal Leitstern 7. Da schicke ich den letzten hin. Denn vielleicht ist es ja auch in dem Bereich hier irgendwo. Kann ja auch gut möglich sein, ne? Hier so. Und wenn wir das gefunden haben, dann würde ich gerne im terrestrischen Bereich diesen Sektoren da von der Terra-Gruppe eine Handelsstation bauen wollen. Sonnenkraftwerk oder eine Handelsstation. Ich weiß noch nicht, was ich nehme. Weil ich möchte mit den Handelsstationen dann nochmal was ausprobieren. Hier ist ganz schön was los auf dieser Handelsstation in Nobileus Glück. So, der ist gleich fertig. So, Leitstern 7. Da möchten wir hin. Erkunden. Ich bin mal gespannt. Ich habe jetzt noch keine Karten angeschaut im Internet oder sowas. Also ich weiß wirklich nicht, wo es ist. Möchtest, es kann natürlich auch sein, dass es hier an dem Anschluss hier an Zyats Machtbereich 10. Kann natürlich auch sein. Wir gehen, zoomen mal ein bisschen raus. Mach das mal ein bisschen dicht hier. Also ich schätze mal entweder hier, hier oder hier. Weil hier könnten, ja, hier vielleicht auch, ich weiß es nicht genau. Ich habe jetzt erstmal den Bereich hier abgedeckt. Der scheint mir größer zu sein. Wir werden sehen. Oh, er ist schon da. Dauert natürlich jetzt erstmal eine Zeit, bis sie das entdecken. Und so lange werde ich natürlich nicht warten. Ich mache hier jetzt mal einen Cut. Und wenn ich dann Ergebnisse habe, sehen wir uns gleich wieder. Ich warte mal, bis die so einiges aufgedeckt haben und dann sehe ich ja, ob Tore irgendwo Neues hinführen. Das ist der ganze Sinn der Geschichte jetzt hier drin. Und ja, dann melde ich mich gleich wieder. Dann würde ich mal sagen, bis gleich. Ciao. Daumen drücken. Tschüss. Bis gleich. So. Ja, ich habe mich hier mal ins Büro geflüchtet von dem Manager, weil das hier etwas ruhiger ist. Es ist immer wieder witzig, meine Fratze zu sehen hier. ja, schauen wir mal auf die Karte, was sich getan hat. Ich glaube noch nicht allzu viel. Wo sind denn meine? So, hier hatten wir ja einen hingeschickt. Hier hat er noch keins gefunden. Ich habe das jetzt wirklich mal eine Zeit lang laufen lassen. Hier ist jetzt ein Tor. Stiller Zeuge, das kenne ich, glaube ich, noch nicht. Da würde ich aber mein anderes Vehikel hinschicken. Oder lassen wir ihn einfach mal reinhüpfen? Pass auf, lass mal alle Befehle sein. Und erkunde das mal. Gucken, wo das hingeht. Ich bin mal gespannt.
Oh, stiller Zeuge 11. Ja, dann kann er das ja mal weiter erkunden. Das kenne ich auch noch nicht. So, wie sieht's denn bei der Familie Zinn aus? Der hat noch nicht viel entdeckt. Zen-Überfallgruppe. Helium-Raffinerie. Hier ist noch ein Tor. Hallo? Ah ja, so. Das geht also dahin. Ja, dann gehen wir wieder zurück hier. Den kannst du mal vergessen. Oder machen wir mal anders. Ignoriere einfach mal alles, was ich sage. So, also bitte noch mal hier hin. Den Sektor weiter erforschen. So. Genau. So, wo hatten wir denn noch jemanden? Hier im Einflussbereich. Da sehe ich aber kein Tor. Hier ist noch ein Tor. Antigone Memorial. Ist noch ein Tor. Was ist das für eine? Schwarmwächter. Gut, du entfernen, erkunden. Mal schauen, wo das hingeht. Schwarmwächter. Vielleicht sollten wir hier mal ein bisschen Militärpräsenz zeigen. Ich weiß es nicht. erhöht ja den Ruf bei den Leuten hier, bei den Argonen. Argonen? Heißen die Argonen? So, und du? Er ist fleißig am Erkunden. Vielleicht gibt es hier ja noch irgendwo eins. Auf jeden Fall ist es interessant. Also ich finde es spannend. Ich habe noch nie die ganze Karte nix aufgedeckt. Ich hatte früher immer keine Geduld. Habe immer oft aufgehört zu spielen, aber mittlerweile finde ich es doch sehr interessant. Der soll ja alles erkunden hier. Ja, der ist versorgt mit Befehlen. Vielleicht sollten wir noch so ein Ding bauen. Vielleicht sollten wir mal schauen, was unsere Dinge machen. So. Ein bisschen. Da kann man schon mal was abgreifen. Fleischfabrik. Die müssen wir mal aufstocken. Die auch. Handelsstation. Ein bisschen was. Ah nee, das ist ja die. Die braucht ja ohne Ende Geld. Nee, stimmt. So, was haben wir hier? Die hat ein bisschen was gemacht an Gewinn. Die ein bisschen Verlust. Die hat ordentlich Gewinn gemacht. So, da sind wir gerade drauf. Wie sieht's da aus? Ich weiß nicht, wann diese Handelsstationen Gewinn abwerfen. Ich habe wahrscheinlich zu viel Produkte eingestellt, nehme ich mal an. So, da brauchen wir ein bisschen Geld. Ich mache das jetzt einfach mal so. Was war das jetzt? Hier haben wir 200.000. Hier haben wir immerhin so veredelte Güter. Der hat auch schon ein bisschen Gewinn gemacht. Ich habe jetzt hier nicht ganz so viel gespielt zwischendurch, deswegen habe ich hier jetzt nicht so eine Gewinnspanne gehabt. Aber gut. Reicht das für ein weiteres Schiff? Ich glaube nicht. Oh, wo ist er denn jetzt hingedüst? Ah ja. Segaris sind wir jetzt. Den Sektor kenne ich definitiv noch nicht.
Segaris. Matthias, Unglück, da sind ja die Xen. Mit wem haben wir es denn hier zu tun? Dann lassen wir den erstmal erforschen. So, hier ist Einflussbereich. Ich glaube nicht, dass wir hier ein Tor finden. Wir werden uns hier drauf konzentrieren. So. Schauen, ob wir da was finden. Einflussbereich. So, Morgenstern. Morgenstern 3, Morgenstern 4. Ich glaube, wir haben ein... Kann das sein, dass wir ein Schiff verloren haben? Moment. 3, 4, 5, ich glaube. Naja. Ich gucke gerade, ob sie irgendwie News oder sowas gibt. Dieses hier ist ja diese Familie. ARG. Techfabrik. Da hat Tikvas Entscheidung. Ich denke mal, hier gibt es auch nicht mehr Sprungtore, sage ich mal. Das war jetzt hier... Ach, das ist Argon Prime. Ich schaue noch mal, ob ich vielleicht noch ein Schiff bauen kann. Schiff kaufen. Small. Ich glaube, den hatten wir nicht. Den hatten wir nicht. Nicht? Ich kann mir das nie merken. Da, der ist das. Lord Out schwer. Können wir uns nicht leisten. Okay. Was kostet der denn leicht? Niemal. Könnten wir natürlich. Wir machen mal billige zur Einkaufsliste hinzufügen. Und 4 Stück. Ich möchte mal ein bisschen weiter ausschwärmen. So, da können wir noch mal ein bisschen zuschlagen. Können wir die eigentlich umbenennen, die Schiffe? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, ich glaube ja. Schwärmer 1 an Schwärmer 5. ja, das ich werde sie, glaube ich, Schwärmer nennen, wenn sie fertig sind. ja, manchmal muss ich über mich selber lachen. So ein oller Klopp, nur Knep im Kopf. So. Argon Prime. Der ist gelandet. Das sind die Stück. Also ich werde die jetzt mal Schwärmer nennen. Informationen. Elite-Angreifer. Schwärmer 1. Ich nehme mal römische Zahlen. Enter. So, Schwärmer 1. Schwärmer 1 wird sich nochmal in das System Morgenstern 4 begeben und hier weiter erkunden. Ich vermute mal, dass da ein Schiff jetzt gerade über den Jordan gegangen ist.
Vielleicht sollte ich mehrere schicken. Meh. So, das hier wird Schwärmer 2. Schwärmer 2. So. Gut. So, und Schwärmer 2. Den schicken wir. Ich glaube, hier unten kam ja nichts mehr. Schwärmer 2. Ich glaube, Schwärmer 2, den schicken wir mal hier hin. Schwärmer 2, du fliegst mal hier hin zum Erkunden. So. So, Einflussbereich. Aber ich weiß nicht, kann man dieses eigentlich irgendwie abstellen hier? Diese Auskunftsfenster, ich habe da noch nicht geschaut. Fällt mir nur gerade auf, dass mich das wieder stört. Oder es fällt mir mal wieder auf. So, Schwärmer 1 und Schwärmer 2 sind unterwegs. Dann werden wir nochmal Schwärmer 3 umbenennen. Beziehungsweise benennen. Schwärmer 3. So. Okay. Schwärmer 3. Schwärmer 3 schicke ich nochmal in die Leere. Ob hier noch irgendwas ist. Hier. Da. Schwärmer 3. Könnten natürlich auch. Nee, wir machen das mal so. So. Der ist zum Verkaufen hier. Ich vermute mal ganz stark, dass hier dieser Terra-Sektor beginnt oder die Terra-Sektoren. Reiner Blick. Hier hatten wir, glaube ich, auch noch nicht alles erkundet. Wo könnte es denn hier? Hier zum Beispiel. Nehmen wir mal Schwärmer 4. Also Schwärmer 4. Info. Schwärmer Nummer 4. Nummer 4. Der schaut sich mal. Der geht erstmal hier hin. Dann hier hin. Erkunden. Und anschließend hier hin erkunden. So, Familie Tückr. Hört sich sehr komisch an. So, ich glaube, dann haben wir alle Schwärmer ausgeschwärmt, denke ich mal. Gut, ich gehe mal ein bisschen weiter zurück. Die sind alle unterwegs jetzt. So, Schwärmer 1, 2, 3, 4. Sigaris werden wir Schwärmer 5 nennen. Schwärmer 5. Oh, vertippt. Schwärm. Schwärmer. Passe Familie. Krumkrl. Schwärmer. So. Sigaris, Schwärmer 5. So. Stiller Zeuge. Da ist nur ein Tor. Ha! Den nennen wir mal Schwärmer 6. Das ist Schwärmer 6. Ich werde deine Zukunft auch. Schwärmer 6. Die Schwärmer
das werde ich jetzt so beibehalten mit den Schiffen, die ich aussende zur Erkundung. Schwärmer, die werde ich wirklich nur noch als billigste Stufe bauen. Ich denke mal, das ist nicht so teuer, wenn die verlustig gehen. Ne? Also, aber wir wollen noch mal schauen, was unsere Sonnenkraftwerke abgeben jetzt. Die hat schon mal wieder 100.000. Ich beschränke mich mal auf die Sonnenkraftwerke. Die hat jetzt 50.000. Die hat jetzt 35.000. Gut, okay. So, stiller Zeuge. Hier ist ein, wo könnte das denn hingehen? Entweder hierhin oder es ist tatsächlich noch stiller Zeuge 11 oder so. Zwei Riesen haben wir auf jeden Fall schon mal entdeckt. Ich glaube, da ist kein Tor mehr. Zu welcher Fraktion gehörte das? Die Teladi. Ah ja. Das ist ja der ganze Bereich hier. Da haben wir auch noch nicht alles entdeckt. Zweiter Kontakt, haben wir einen Satelliten drin. Das ist hier Elite-Angreifer. Du wirst, wenn du da fertig bist, dich noch mal erkunden. Erkunden. Und erkunden. Aber wir werden das mal ein bisschen verlagern. Hier so. Erstmal. So. Und hier in den Bereich. Ich denke mal, hier sind keine Tore mehr. Aber da geht es jetzt darum, einfach mal das zu komplettieren, die Erkundung. Da würde ich mal sagen, hier, das war hier hin. So, das läuft. Das hier haben wir komplett erkundet. Das ist sehr gut. 18 Milliarden. Wir wurden getroffen. Ach herrje. Von was denn? Das Geräusch habe ich ja noch nie gehört. Da wurden sie getroffen. Aber von was? Komisch. Oh, Schwärmer 2 ist weg. Wo hat man den hingeschickt? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Schwärmer 2 ist verloren. Aber gut, dann weiß ich Bescheid. Ich weiß jetzt nur nicht mehr, wo ich den hingeschickt habe. Ich glaube, den habe ich über Umwege irgendwo hier hingeschickt oder so. Nee, das ist Schwärmer 4. Na gut, okay. Ich werde es mal dabei belassen und die Folge hier mal beenden. Wir sind jetzt schon bei 30 Minuten fast. Ich werde mal weiter erkunden off-cam und werde auf jeden Fall, denke ich mal, auch den Sektor der Terraner, sage ich jetzt mal, nenne ich sie mal,
entdecken irgendwo. Das sind jetzt Pio. Da kann ich gar nichts mit anfangen. Pio ist aber auch eine neue Fraktion, glaube ich. Die kenne ich gar nicht. Ja, dann würde ich mal sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen bei euch. Wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Bis da eine schöne Zeit oder in der nächsten Folge viel mehr. Da ist unser Manager. Oh, der guckt aber grummelig. Was ist denn mit dir los? Und... Kann ich helfen? Beste Mann ist das. Sir. Ordentlicher Manager. Management 4 Sterne. Ja, wie gesagt, schönen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Eine ruhige Woche und bis zur nächsten Folge. Tschüss.